Hallo und willkommen zurück bei Ark of the PlayStation 4 auf dem Server. Und ja, ich weiß, es war gerade total lächerlich. Ja, viel weiter bin ich jetzt natürlich noch nicht gekommen, weil ich muss ein bisschen fürs Wochenende voraufnehmen. Aber gut, wir haben wenigstens eine Wand und wir haben gerade Essen am Kochen. Ich bräuchte bald ein Bett. Sehr bald, weil doch so langsam mir die Viecher, ich mich doch mit ihnen anlegen wollen würde. Und ihr braucht ja Leder. Das ist die Hauptsache. Der Hauptgrund. Deswegen müssen wir uns da mal ein bisschen sputen. Wo dahin? Wir brauchen noch das und das auf jeden Fall. So gut. Da guckt mich schon relativ böse an. Ich würde jetzt gerne dann doch langsam hier hochgehen. Okay. Ihr könnt natürlich auch daran gut erkennen, dass ich nicht viel weitermachen konnte, weil unten links ist ja noch der Bonus von der letzten Folge. Du komm jetzt mal nicht so nah, bitte, danke. I don't like. Nee, don't like. So, machen wir doch mal hier hin. Und eine schöne kleine Tür ran. Ja, genau, klick's weg. Oh, Alter, Idiot. Perfekt. Können wir schon mal mit den Wänden weitermachen. Bonus. Da vier Wände. Zählt schon so eine Sache. Und ja. Wollen wir mal kurz auf die Jagd gehen? Vielleicht. Ich muss sowieso gleich was trinken. Und da ruft jemand an. Und das ist meine Mutter. Nö, Mutti, nicht jetzt. So. Level 150! Level 100, willst du mich verarschen? Entschuldigung. Nein. Genau, ich denke mich gleich mit dem Level 150er Dillo an. Also ihr seht, der Schwierigkeitsgrad ist hoch. Der ist wirklich hoch. Heilige Scheiße. Das wollte ich mir dann jetzt noch nicht antun, solange ich noch kein Bett oder sonstiges habe. So, da ich hier, voilà, nicht zum Trinken komme. Dann gehen wir jetzt doch lieber dahin. Sorry, Leute. Ey, wenn ich hier runterfalle, ne, dann wird's auch doof. Was fehlt mir denn? Stroh. Ja gut, das hätte ich auch vorholen können, aber wir werden die Fasern und so ausgehen. Gut. Gut. Ding will Weile haben. Wie so oft. Zack, können wir schon mal ein neues herstellen. Schnell mal den Bonus ein bisschen ausnutzen. Okay. Ja. Hopp. Bald richtig Durst hier. Das könnte wieder problematisch werden. So. Nein, warum? Oh, ich Idiot, ist mein noch ein Lagerfeuer. Genau. So. Was brauchen wir wieder? Stroh. Ich möchte einfach die Wände fertig haben. Auch wenn mir gleich wieder alles hier in die Brüche geht. Oh, wir haben schon. Oh. Okay, wir haben ein paar mehr Wände. Ein paar mehr als nötig. Aber gut. Zu leveln wenigstens ein bisschen. Oh nein, das soll jetzt hier kein. Sind das Zeichen? Das sieht aus wie Zeichen. Kein architektonisches Meisterwerk werden. Das soll einfach nur Sicherheit sein. Ah, das 150er Dillo, ne? Das muss jetzt echt nicht sein. Nee. Okay, du musst auch nicht sein. Alter Schwede, was hier noch für Viecher dann rumrennen. Oh, da hab ich ja richtig Bock drauf. Oh, so richtig schön hohe Dinos. Eieieiei. Aua. Ja, genau, stell dich ins Feuer, Bobby. Alles klar. Und zack. Und wir sind sicher. Naja, so sicher, wie es halt möglich ist. Aber trotzdem muss ich langsam was trinken. Und hier komme ich nicht runter. Ich würde da gerne eine Rutsche ranbauen. Hui, Rutterslein, mitten ins Wasser, hallo. Es wird dunkel, das gefällt mir jetzt so gar nicht. Überhaupt nicht. Kann ich eigentlich... Moment, wie ist denn das jetzt? Okay, genau. Level up, juhu! Tja, wenn man noch so klein ist, da freut man sich drüber. Ja, ist ja gut, ich hab's verstanden. Du brauchst nicht nur Wasser, wir brauchen auch Leder, damit du schlafen kannst. Und ich hoffe, dass ich jetzt keinen dummen Vieh in der Hand... in der Arme laufe.
Dom, dom. Ja, ist ja gut. Wir sind ja gleich da. Mann, das ist immer rumjaulen muss. So. Ich hoffe einfach, diese... diese Trittgeräusche sind von den kleinen lieben Viechern. Und nichts Böses. Gucken wir nochmal auf Gewicht. Schauen wir mal nach. Ich werd am Anfang eh so gut wie alles brauchen. Was will ich denn mit Squash-Earth-Diagramm? Ich will doch nur... So. Ja, ne? Noch Kiste, dann ist auch Schlüssel. Und ein Kösemittel. Oh, haben wir nicht schon? Ne, haben wir nicht. Und wir haben eh nicht genug in einen Grammpunkte. Oh, hier, dann mal gucken, können wir die Klamotten. Stimmt ja, da war ja was. Rüstung. Na. Oh, wir können einen Hut machen. Können wir nicht machen. Fasern. Warum sieht denn das alles so? Ah, ist ja gut. Gut. Ich brauche Leder, ich brauche... Es tut mir leid. Okay. Komm. Ich laufe bestimmt irgendwie in die Arme, was dunkel ist. Nein! Komm, stirb, stirb, bevor du ins Wasser rennst. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Ach, du kannst mich doch mal. Meine Güte. Moment. Optionen. Oder? Klammer hochstellen. Perfekt. So, sehen wir generell ein bisschen mehr. Hallo. Ey, seht ihr das gerade am Rand? Bei euch nicht. Warum bei euch nicht? Ich habe die Gamma hochgestellt und bei mir hat sich komplette Anzeigen haben sich außerhalb des Bildes bewegt. Warum? Warum? Wartet mal. Hey? Ja, warum? Warum hat sie denn das mit hochgestellt? So. Okay, wartet mal. So. Sollte das auf jeden Fall besser aussehen. Puh, wo waren wir stehen geblieben? Ein Bett wollte ich basteln, genau. Und noch ein paar Klamotten. Dum, 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 dum. So. Entschuldigung. Ich bin mal wieder komplett bekloppt. Ach ja, einen Hut. Handschuhe. Und Schuhe fehlen mir noch. Scheiße! Ich Vollidiot! Ich kann ja wahrscheinlich das Bett nicht machen, ne? Ne, das sowieso nicht. Leder und Fasern. Gut, ich suche nochmal was. Vielleicht nochmal ein, zwei kleine süße Dodos. Dort. War das was? Optische Täuschung. Passiert bei mir ganz schnell. Täusch mich gerne in Sachen, auch in Menschen. Okay. Wie flüssig das am Strand dann plötzlich wieder ist, wenn man hier längs läuft. Zumindest so gefühlt. Okay, hier ist nichts zu töten. Ich habe keinen Bock gegen so einen 150er... hier Giftspucker zu kämpfen. Oh. Bitte warten. Bitte warten. Bitte jetzt mach hin. Oh, mir geht das Essen aus. Nicht so schön. Was kennen wir das? Ich weiß echt nicht, ob das so klug ist. Ich soll ja mal die Klamotten anziehen, die ich wenigstens gebastelt habe. So. Jetzt läuft hier oben gar nichts mehr rum, oder was? Ihr wollt mich doch jetzt alle verarschen. Meine Güte. So, hier brutzelt auf jeden Fall schön was. Na,
können wir gleich schon den nächsten Kram reintun, genau. Okay, war jetzt nicht wirklich viel, was wir da bekommen haben. Na, rein damit. Danke. Machen wir mal die Tür zu. Er rennt blind durch die Gegend und fahr hier gleich runter. So, hallo, ich hätte gerne irgendwas zum Essen, beziehungsweise irgendwie was, was ich wenigstens noch bekämpfen kann. Was ich auch überlebe. Ich habe da oben echt keine so gute Pose. Ja, ich frage mich, ob da unten immer noch die Raptoren rumlaufen oder der Rex. Das ist ein Parasaurus, den hätte ich jetzt gerne. War noch ein Para, oder? Ach, egal. Wir rennen jetzt einfach mal hier runter. YOLO Maudadolo. Und rennen den nächsten Viechern in die Arme. Ja, natürlich! Er hat mich gesehen. Ich dreh durch, ich dreh durch, ich dreh durch, ich dreh durch. Nein, meine Ausdauer ist fast alle. Okay. Hat er mich nicht gesehen? Da war ein Raptor. Falls ihr es nicht gesehen habt, da war gerade ein Raptor. Direkt vor meiner Nase. Okay, also diese Seite des Berges können wir echt vergessen. Das macht keinen Sinn. Wir müssen uns doch in den dunklen Wald trauen, aber Großmutter hat doch immer gesagt, wir sollen nicht in den Wald gehen. Können wir die eigentlich nochmal ein? Das wäre natürlich jetzt witzig. Hallo. Kann ich nochmal? Auch schade. So. Das ist Moschup, oder wie der heißt. Sie haben wie Moschus. Hallo. Ja, Level 20. Moschops. Ja, er rennt natürlich wieder weg. Und klar. War ja so klar. Ja, so wird das nichts. Ich pfeife ihn zu mir. Komm her. Scheiße. Ah, Mann. Was bist du? Ich hab nur ein Gesicht gesehen. Ja, es war doch klar. Ich habe keine Stimme, wie Bernhard. Jo, okay. Ah, Trodons! Warum? Was machen die hier? Oh, scheiße. Fuck. Na, was machen sie jetzt mit mir? Na? Ich werde eh gleich sterben. Na gut, dann warten wir das mal ab. Das wird tot. So, da stehen wir mal wieder auf. Huch! Und genau auf der falschen Seite. Wo bin ich? Genau auf der Seite, wo der Rex eigentlich auch rumläuft. Super! Ich geh mal da durch, ne? Ach, hier seid ihr Dodos. Natürlich. Ist jetzt die Frage, ob ich meine Sachen wieder. Na, da ist der Rex. Da ist. Warum ist da eine Qualle? Ja, gut. Welches übe ich ein? An dem Rex vorbeizurennen oder übers Wasser zu schwimmen? Doch, beides ist kacke. Beides werde ich nicht überleben. Den Rex sowieso nicht, aber. Oh, da sind ja auch noch die Raptoren da. Oh. Warum fällt da oben der Baum? Fällt mir es auch nicht. Na, ob wir es schaffen? Ist hier irgendwo was Schlimmes? Ich sehe es gerade nicht. Oh. Und jetzt mit in die Qualle rein. Das könnte sogar was werden. Eieieiei. Ich habe euch gesagt, ich werde sterben. Das ist jetzt nicht unbedingt der erste Folge, war okay. Aber. Oh. Ich frage mich gerade, ob die Raptoren immer noch da links sind, weil dann muss ich den rechten Weg gehen. Ich würde sagen schon. Und ich frage mich, ob die Trodons immer noch da oben drauf rumgemühen an meinen Sachen.
Ist ja nochmal nice zu wissen. Ich hätte mir echt das Bett machen sollen. Ich hab Dodo gehört. Toll. Ich hoffe, die Viecher kommen jetzt doch nicht hinterher. Irgendwas machen? Nee, Holz, Stroh, ach Gott. Holz und Stroh, super. Komm ich, ach komm schon, müssen wir jetzt den ganzen Weg hier raus rumgehen. Warte mal kurz. Ja, das tut weh, bla bla bla. Wenigstens irgendwas haben. Und fertig. Ey, jetzt kommt vor meiner Nase ein Drop runter und ich kann ihn nicht nutzen, oder was? Manu! Ich lebe nicht lang. Nee. Da. Ey, warum mache ich mal den Indiana Jones? Oh, ich habe mal ein schwebendes Haus. Doch nicht. Du bist erschöpft. Ruhe dich aus. Ich wüsste gerne, ob meine Sachen noch da sind. Okay, die Sachen werden vielleicht noch da sein. Aber ob ich die auch kriege, ohne wieder in die Dodos Hände zu fallen, Trodons Hände zu fallen. Das ist eine andere Sache. Ein Glück seid ihr nicht aggressiv, ey. Mit euch anlegen ist auch ein großer Fehler. So, wo war ich denn jetzt noch? Das war doch hier, also nicht jetzt an dem Stein, sondern dahinter irgendwo. Ich kam ja fast aus dem Dschungel heraus. War ich jetzt der Meinung. Ja, du bist erschöpft, ich weiß. Warum ist mir so heiß? So? Ja, wenn ihm so heiß ist, dann hat er gleich wieder Durst. Das ist kacke. Oder war das hier an den Stein? Wo war ich denn? Ey, dass diese Dinge auch immer so klein sein müssen. Vier Schritte. Nee. Also ich meine, die Mann, ihr wisst schon. Diese Tasche, wo deine Sachen drin sind, dass die immer so ultra klein sein muss. Ich sehe jetzt wieder gar nichts mehr. Kam ich nicht bis hier vorne hin? Ich könnte es ja in der Aufnahme nachgucken, aber nee, das möchte ich jetzt gerade ausnahmsweise mal nicht. Ich nippe sowieso gleich ab. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Bin ich denn gestorben? Hallo? Ich höre Schritte, aber seine sind es nicht. Oh. Ach, der Affe ist das, okay. Aber jetzt bin ich doch nicht gestorben, oder? Mal kurz hier hoch. Hä? Bobby Mucho Verwirrto. Mucho Mai Verwirrto. Wo sind meine Sachen? Oder kann man die gar nicht mal einsammeln? Das könnte natürlich auch sein, dass das so eingestellt hat, aber. Hallo. Gleich holt er wieder rum, weil er Hunger hat. Durst hat. Ich hatte es doch geschafft, eigentlich relativ weit noch zu fliehen. War ich eigentlich fester Meinung. Na gut. Dann haben wir wohl Pech gehabt.
In der Zeit, wo ich suche, den ganzen Kram, den ich hatte, so sowieso schon wieder neu bauen können. Ist nur gerade schade um das Essen. Ja, hier, komm. Hau dir mal ein paar Bärchen rein. Na komm, nimm mir die. Ich hoffe, das gefällt dir erstmal. Nein, das bringt dir nicht wirklich was. Ach, ist das doof. Ich hab's wieder selbst verkackt, ich weiß. Du hast Bären gegessen. Du hast trinken. Indirekt. Mann. Ja, ist ja gut. Müssen wir da halt irgendwie runter. Zu den Raptoren, wo ich wieder sterbe. Ach komm, YOLO. Ja, mit euch kann man es ja machen. Also, wenn ihr dabei seid. Kann man auch mal so weit eingehen. Ich werde zwar elendig verrecken, aber egal. Egal. Was brauchen wir nicht? Was brauchen wir für ein Speer? Holz. Können wir mal schnell machen. Wenigstens ein bisschen Abwehr. Hab ich nicht. Rüstungsstoff. Ja, komm. Ein bisschen Klamotten hätte ich dann doch schon gerne an. Hatte vielleicht nicht wieder dieses Sitzproblem. Danke! Der Regen hat gerade mein Durstproblem erledigt. Auch gut. Ist das ein Mikroraptor? Ich hoffe nicht. Das erledigt nicht das Problem, dass ich immer noch Sachen brauche. Ich hasse Anfangsfolgen. Echt, die gehen immer in die Hose. Ich muss dann immer 10-mal das gleiche machen. So, vorhin waren die Dodos hier. Wo sind sie jetzt? Hm. Hallo? Gut, dann nehme ich dich. Ich hab nicht aufs Level geachtet. Level 40, okay. Auch nicht jetzt. Oh nein. Es rennt ins Wasser! Und dafür kriege ich von euch Besuch, oder was? Ausnahmsweise nicht, okay. Ja, tschüss. Ach komm, geh kacken. Nein. Du Kackvieh, was willst du mir denn jetzt klauen? Narkobären. Danke. So, krieg ich meinen Kram wieder. Bewusstlos. Ich will dich nicht zähmen. Ah! Mann, ich will den gar nicht zähmen. Oh, ja, komm, jetzt mach dein. Hä? Holst du voll. Ich dachte, ich hab doch gerade gedrückt, dass er das machen soll. Ups. Oh. Ich bin komplett überfordert, ey. Ach Gott, das war so eine anstrengende Arbeitswoche. Verzeiht mir einfach. Ach, jetzt kommst du, oder was? Dodo. So, einmal sterben bitte. Und in Steinbach. Ach komm. Was ist denn heute los? Meine Güte. Hallo. Ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Du dienst zu einem höheren Zweck. Gut. Viel bringen tust du mir eh nicht. Aua. So. Petri. Petri-Schorle. Das ist wieder so ein Stinker am Werk. Mit euch lege ich mich sowieso nicht an. Der ist wieder so ein hohes Level. Der gerade beschäftigt ist, da kann ich mich von hinten anschleichen. Na, komm, 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 komm. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Jawoll. Puh. Ups. Ein bisschen Leder nochmal. Sehr schön. So, du bist doch schon angeknabbert. Danke. Ein bisschen Fleisch. Rampage. Jetzt sind wir voll am Ausrasten. Perfekt. Jetzt haben wir ein paar Sachen hier.
So. Wir gehen weiterhin auf, nee, wir gehen diesmal auf Gesundheit. Mein Leben hängt ja wieder am seidenen Faden, wie ihr bemerkt habt. Der Bowler, die brauche ich noch nicht. Pfeil und Bogen, der nice, da brauche ich noch ein paar Level für. Gut, das lassen wir jetzt erstmal. Gucken wir ganz kurz nach. Kann ich... Na... Ja, komm, wenigstens Lederschlafsack. Den möchte ich sicherheitshalber schon mal haben. Komm. Noch ein bisschen was an Fasern einsammeln. Kann ich die restlichen Klamotten schon machen? Rüstung, Stoff. Nee. Aha, okay, wir haben wirklich das ganze Leder schon ausgegeben, wenn man das so nennen kann. Wollen wir mal schnell in die Hütte und schnell die Schlafsack platzieren. Ja! Aber es war doch wieder nur ein Pego, oder? Das ist ein Pego gewesen sein. Jetzt war ich gerade froh, dass ich die Tür offen gelassen habe. Du kommst nicht rein. Du kommst hier wohl rein! What? Sack! Alter! Das ist so ein Arschkrampfe! Na komm. So. Fleisch noch mal rein. Bringt mir jetzt nur nicht viel, bis dann, wenn ich jetzt pausieren sollte. Aber gut. Hauptsache, wir haben einen Schlafsack, der immer versperrt ist. So. Gut. Wenn wir jetzt sterben, kommen wir dieses Teil zurück, wo wir angefangen haben. Wieso kann man das eigentlich nicht mehr mit dem Knopf hin? Bin ich doof. Tür? Ach, da ist die Tür. Hups. So, es wird Nebel. Gut, da. Okay, jetzt gehen wir mal auf Risiko. Du, Sackratte, hast mir doch wieder was geklaut. Und schon wieder was geklaut. Kannst du mich mal. Wieder immer guckt dabei. Hehehe, ich hab dir was geklaut. Jo, komm. Na. Nein. Jetzt renn nicht weg, jetzt renn nicht weg, jetzt renn nicht weg. Oh, Alter! Gleich habe ich keine Ausdauer mehr. Na komm! Ist rennt das Wasser? Aua! Der klaut schon wieder! Also langsam wirst du dreist, Minion. Ja. So. Was hast du davon? Da liegt noch mehr. Hau ihn das mal ab. Achso, nee, das war nur. Ah, okay, das war ja nur die Beute. Habe ich nie drauf geachtet, was er dann wirklich in der Hand hat. So. Ich würde aber sagen, wir machen dann mal eine Folgenpause. Ich versuche zur nächsten Folge wirklich ein bisschen voranzukommen. Ich kann es nicht versprechen, ich hoffe es. Bis dahin würde ich sagen, mach's gut, bis zum fucking nächsten Mal. Scheiße, warum ist denn der jetzt vor der Tür? Okay, wir. Den haben wir uns doch mal weg. Den schnappen wir uns nochmal. Das ist ja 150er. Waffe ist hier gleich kaputt. Komm. Ich treffe den nicht. Ich renne nur im Kreis, damit er genau das nicht trifft. Meine Ausdauer. Alter, hält aber auch was aus. Ich sollte dem Steller noch sagen, dass er Floating Damage anmachen soll. Den Schaden sehen. Jawoll! So. Also. Mach gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao!